Da ist nichts zu plündern, nichts zu holen.
nichts zu plündern. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen.
Nicht zu holen. Stehen bleiben, Mensch! Auch du wirst mein Heim nicht mitnehmen. Ein Goblin, der unsere Sprache kennt? Was machst du an diesem Ort? Ich, jemand, der hier seinen Frieden suchen. Du ein Mensch. Du ein böser Eindringling. Ich bin nur auf der Suche nach einer Gruppe von Schatzsuchern, die wahrscheinlich auf dieser Insel waren, um wertvolle Gegenstände zu finden. Einer trug ein Artefakt der Heilung bei sich. Dieses möchte ich haben. Du hast sie nicht zufällig gesehen? Und diese Menschen... In was bin ich hier überhaupt wieder reingeraten? Nun, das ist eine lange Geschichte. Erzähl sie mir. Ich habe Zeit. Also gut, hör mir zu. Ich war nicht immer hier. Bin gewesen bei Goblinvolk. Weit weg von hier, nicht von den Inseln. Wir sind Jäger, aber auch Menschen sind große Jäger. Die bauen Bögen und stellen Fallen in den Wald auf. Nicht gut gewesen für mich. Menschen fangen Gabok, aber nicht lassen sein Leben enden. Tauschten mich mit Menschen auf großem Meer gegen Gewürze. Was für Menschen? Seeräuber? Korsaren. Überfallen Schiffe, stehlen Waren, teilen auf. Schon klar. So läuft das meist bei denen ab. Und welche Rolle hast du da gespielt? Gabok war flink und konnte kämpfen. Gabok hatte nie Interesse an klimperndem Gold, nur an Fisch und Fleisch und so Captain machte mich zum Schatzmeister. Ein Goblin als Schatzmeister auf einem Korsarenschiff? No, ich konnte immer gut zuhören, lernte die Sprache mehr und mehr und war Hüter des Schatzes. Aber dann, ich bin auf dieser Insel weggelaufen, wollte nicht mehr sein bei bösen Menschen. Seitdem diese Höhle mein Heim. Deine Diebe sind hier eingedrungen.
habe sie für ihren Frevel bestraft und ihnen das leuchtende Ding abgenommen. Was heißt hier meine? Ich bin nur hinter ihrem Artefakt her. Besteht eine Chance, dass du mir das leuchtende Ding überlässt? Gibt es. Magie finde ich ewig faszinierend, seit ich davon hörte. Aber Menschen auf See benutzen immer nur Messer mit Griffen. Bring mir Magie, dann ich gebe dir dafür den leuchtenden Stein. Na gut, wenn du dann glücklich wirst. Ich werde mal sehen, ob ich was finde. Hey du! Ich suche ein... Dann... Ich habe die Sachen da. Okay, die Flammenzunge, du hast noch nicht alles beisammen. Kann ich hier im Kloster eine Rune für jemanden bekommen, der in der Magie wahrscheinlich noch gänzlich unbegabt ist? Was soll denn diese Frage? Gerade dafür werden doch Spruchrollen geschrieben. Schon,
Aber es muss einfach irgendeine Rune sein, die jeder benutzen kann. Die magischen Kreise gelten für jede Rune. Frag mal Alastor, aber ich glaube kaum, dass er dir da etwas anderes sagen wird. Verdammt, was ist los? Ich will meine magische... Kann ich hier im Kloster eine Rune bekommen, für welche man keinen der magischen Kreise erlernt haben muss? Du hast eine sehr verworrene Bitte geäußert. Jede Rune verfügt über die Schutzkreise. Sie zu brechen ist Teil der magischen Ausbildung. Gibt es da gar keine Ausnahme? Herrgott, dieser Adrion hat einmal etwas in der Richtung geforscht und uns das Ergebnis zur Verfügung gestellt. Mehr als eine Lichtrune ist es jedoch nicht geworden. Perfekt. Was muss ich tun, damit du sie mir verkaufst? Das war seine Kreation und dieses Exemplar ist jetzt Eigentum des Klosters. Es darf nur einem gläubigen Menschen anvertraut werden. Du musst also entweder Novize des Klosters sein oder dich zumindest durch Erfüllung von 3 Aufgaben für das Kloster als würdig erwiesen haben. Außerdem brauchen wir eine weitere Demonstration deiner Hingabe. Ich würde eine Spende von 500 Roperi für unseren Herrn Adanos als angemessen erachten. Bin ich jetzt würdig? Ja, du bist würdig. Für 500 Roperi darfst du nun die Rune erwerben. Aha, gib mir die Rune. Nun gut, sie soll dir gehören. Aber ich übernehme keinerlei Verantwortung dafür. Sie funktioniert nach einem gänzlich anderen Prinzip als normale Runen. Und gegenüber Karador solltest du das hier vielleicht auch nicht erwähnen. Ist ja wunderbar, aber ich will sie sowieso nicht benutzen. Für den Fürsten!
Ich habe eine Rune für dich dabei. Ich danke dir. So etwas Gabok schon immer machen wollen. Hier, nimm dafür leuchtenden Stein und lass den Gabok in Ruhe.
nicht zu holen. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich arbeite, verdammt. Also, was willst du von mir? Kann ich etwas für dich erledigen? Ich wüsste nicht, wobei. Frag doch mal die anderen. Kannst du mir was beibringen? Wohl noch nie unter Kosaren gewesen, was? Du platzt hier einfach so in unser Lager und fragst mich, ob ich dir was beibringen kann. Und du warst nicht einmal bei unserem Anführer. Also, geh erstmal zu Zylan und rede mit ihm. Dann überlege ich mir, ob ich dir was beibringen kann. Pass auf deinen Rücken auf. Hey du, warte mal. Was ist? Ich habe es eilig. Was macht ein Kemara, wenn sein Boot Leck schlägt und voller Wasser läuft? Was? Ich verstehe nicht. Was willst du von mir? Das ist doch logisch. Ein zweites Loch bohren, damit das Wasser dadurch wieder abfließt. Sehr witzig. Wohl kein Sinn für Humor, was? Langweilige Landratte. Pass auf deinen Rücken auf. Was rauchst du da? Sumpfkraut. Willst mal ziehen? Warum nicht? Reich mal rüber. Da, nimm ihn. Ich zünde mir gleich einen neuen an. Aber pass auf, das Zeug macht verdammt süchtig. Woher hast du Sumpfkraut her? Ich weiß nicht mehr, an welchem Hafen wir es besorgt haben. Dazu bin ich gerade zu high. Ich glaube, es war ein Viranon. Wenn du etwas willst, frage einmal Zylan. Der hat noch ein paar auf Lager. Hey du! Hey du! Wer seid ihr? Wir sind Seefahrer. Und was macht ihr auf dieser Insel? Gar nichts. Wir warten, bis unsere verdammten Kameraden uns wieder abholen. Sage mir jetzt nicht, dass man euch vergessen hat. Ach, keine Angst. Sie sind zwar nicht die Hellsten, aber das traue ich ihnen dann doch nicht zu. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, eines unserer Schiffe leckte. Das zweite Schiff war schon übervoll, sodass wir hier bleiben mussten. Seitdem warten wir, dass man uns abholt.
Das ist jetzt schon 2 Wochen her. Dürfte nicht mehr lange dauern, bis unsere Kameraden wieder aufkreuzen. Hoffentlich. Du musst doch bestimmt ein paar exotische Waren bei dir haben. Sag doch gleich, dass du handeln willst. Alkohol bekommst du bei mir in rauen Mengen. Auch Sumpfkraut habe ich. Du weißt doch, was das ist, oder? Was ist Sumpfkraut? Ein Zeug, das dein Leben verändert. Du vergisst einfach alle Sorgen, die du hast und bekommst noch nicht einmal einen Kater dafür. Solltest du auf alle Fälle mal ausprobieren. Wo hast du das Sumpfkraut her? Tja, als Seemann kommt man viel rum. So bekommt man so dies und das. Sumpfkraut wächst ja eigentlich überall. Doch wenn ich es einfach so nehme, spüre ich überhaupt nichts. Du weißt nicht zufällig, was man machen muss, damit es wirkt? Nein, weiß ich nicht. Kennst du jemanden, der das weiß? Was meinst du, was ich machen würde, wenn ich's wüsste? Zeige mir deine... Schau dich ruhig um. Ich sehe, dass du Überseerum verkaufst. Ganz recht. Es gibt nichts Besseres, als den Sand unter den Zehen zu spüren und dazu eine Bottle voll Rum zu trinken. Ich wüsste nicht, was mein Leben wert wäre, hätte ich keinen Rum. Ja. Worauf ich hinaus wollte. Du weißt nicht zufällig, wie man Rum herstellt? Willst du ihn dir brennen, hä? Warum denn nicht? Ich könnte dir schon verraten, aber ich wüsste keinen Grund, wieso. Was hätte ich davon? Ein Batzen goldener Münzen hat doch noch nie jemandem geschadet. Jetzt wird's zwar interessanter, aber Gold alleine? Nein. Was willst du? Ich vermisse meinen Sextanten. Genau genommen ist es nicht meiner, aber ich bürge für ihn. Als wir auf der Insel landeten, muss ich ihn verloren haben, denn vorher war er noch da. Im seichten Gewässer konnte ich ihn nicht finden. Schwimmen kann ich auch nicht. Das ist wohl eine alte Seemannskrankheit. Hast du ein Glück, dass ich schwimmen kann? Sage mir, von wo ihr hergekommen seid, dann suche ich nach dem Sextanten. Wir kamen ziemlich genau von Norden, da wir erst den Strand von Asun angesteuert haben. Okay, dann suche ich das Teil mal. Hier ist dein Sextant. Super, der sieht sogar noch gut aus. Naja, funktionieren tut er noch, das ist die Hauptsache. So, ich habe dir den Sextanten gebracht. Jetzt rück aber auch das Rezept heraus. Ich verkaufe es dir. 400 Roperie und es gehört dir. Habe ich dich richtig verstanden? Du willst dafür 400 Roperi? Du spinnst doch! Überhaupt nicht. Eigentlich würde ich 700 verlangen, aber da du mir geholfen hast, macht es nur 400. Das ist mehr als fair, aber wir können uns auch drum prügeln, wenn du unbedingt meinst. Dann verkaufe ich es dir billiger, sofern du gewinnst. Billiger verkaufen? Ich nehme es mir einfach. Das kannst du ruhig probieren, allerdings wirst du schwer rankommen. Das ist nämlich alles hier drin. Sei nicht so ein Geizhals und kämpfe mit Ehre. Um wie viel billiger würdest du es mir verkaufen, wenn ich gewinne? Sagen wir, du zahlst mir dann nur noch 200 Roperi. Weniger kannst du dir abschminken. Ein fairer Zweikampf? Warum nicht? Ei. Dann zieh deine Waffe, Früchtchen. Ich gar nicht. Willst du machen? Ein. Jetzt wird. Wir kamen. Okay. Hier. So, ja, so, überhaupt. Das ist mehr als. Dann verkaufe ich es dir billiger. So. Billiger verkaufen? Ich nehme es mir einfach. Das kannst du ruhig probieren, allerdings. Das ist nämlich. Sei nicht so ein Geil. Um wie viel bitte? Sagen, weniger kannst du nicht. Ein fairer. Nein.
Oh, du hast ehrlich gesiegt. Ich habe heute wohl einen schlechten Tag. Ja, ja. Wie viel verlangst du jetzt noch einmal? 200 Roperi, du Schlitzohr. Schon viel besser. Ich möchte das Rezept für... Okay, das macht... Einen Moment. Hier hast du es, wie versprochen. Schau dich ruhig. Hey du. Komm, ich brauch ne Bottle voll rum. Ich habe Rum dabei. Willst doch bestimmt einen. Rum! Mann, ist der dicht. Hey du. Komm, ich... Was rauchst du? Sumpfkraut. Warum nicht? Da, nimm ihn. Ich, aber pass auf. Woher hast du Sumpfkraut her? Ich weiß nicht mehr, an welchem Hafen wir es besorgt haben. Dazu bin ich gerade zu high. Ich glaube, es war in Viranon. Wenn du etwas willst, frage einmal Zylan. Der hat noch ein paar auf Lager. Hey, du. Kannst du mir was beibringen? Du hast dich mit Zylan unterhalten. Das ist gut. Er scheint dir zu vertrauen. Du willst, dass ich dir was beibringe? Schön. Du stehst vor dem vermutlich besten Dieb der Welt. Vor mir ist keine Schatztruhe, Albanien, sicher. Pass auf deinen Rücken.